Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen beim Sonntagsstream, wo wir heute anfangen werden mit White Knight. Was ist überhaupt White Knight? Es ist leider sehr untergegangen in der, sagen wir mal, epischen, Anfangszeit von City Skylines. Eigentlich ist es ein Survival-Horror-Adventure auf weiß-schwarz getrimmt. Deshalb könnte es ganz gut sein, das mal anzugucken. Vor allem, ich habe schon lange nichts mehr Gruseliges gespielt. Und es soll ja angeblich gruselig sein. Ein weißer Fleck auf meinem T-Shirt existiert gar nicht, XanLP. So. Wollen wir uns mal das Ganze anschauen? Ich fand es ganz interessant, hatte es mir eigentlich gekauft zum Release und habe es dann nicht geschafft, in irgendeiner Form mal zu präsentieren. Deshalb angespielt jetzt im Livestream. Ein neues Spiel. Some nights are just pitch black, without stars, and without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night, back in 1938. Boston. The Great Depression tsunami was just sweeping over what was left of America. Misery, hunger, despair. Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Wir dürfen selbst fahren. Fünf Meilen von Boston entfernt. Kann ich die Spur halten? Hashtag Mystic River. Ich würde sagen, da ist ein Geist auf der Fahrbahn. The Wolves Entertainment Multiplayer-Titel vielleicht später. As the image of that girl coming out of nowhere surged back in my mind. Did I hit her? Was she dead? I couldn't remember. Thoughts were spinning in my head. I hope I didn't run her over. I hope she's still alive. Then, the pain. The terrible pain on my side. And this question.
Where am I? Oder where am I? Ach du Kacke, das ist aber ganz schön dunkel. Da hinten bin ich schon mal. Trotz der Schmerzen war Laufen mit hoch, runter, links, rechts noch möglich. Ich konnte den Ort mit Leertaste untersuchen. Der Aufprall, ich konnte ihre Leiche nicht finden. Schienen mit der elektrischen Straßenbeleuchtung verbunden zu sein. Keine Leiche, kein Blut. Wohin war das Mädchen verschwunden? Ich konnte mich auf der Boston Daily News als Unterstützung verlassen, die ich mit J öffnen konnte. Habe ich sie getötet? Wer war das Mädchen, das die Straße überquert hat? Ich konnte ihr nicht ausweichen, aber ich habe nie ihre Leiche gefunden. Ich kriege ihren verzweifelten Gesichtsausdruck nicht aus meinem Kopf, aber ich war verwundert und brauchte Hilfe. Das Vespa anwesend. Da klingelt bei mir nichts. Mein Kopf war leer und tat weh. Trying to collect my thoughts, but the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds. My fear of being wounded changed into an obsession. Was I about to die? Ein deutsches Schild in einem französischen Spiel zu verkaufen. Verkaufen. Das Schild sah genauso alt aus wie dieses Haus. Es war ein ziemlich tiefer Fall. Von diesem unbekannten Symbol ging eine mächtige Aura aus. Bretter waren mir im Weg. Ich humpelte mit meinen Verletzungen davon. Vielleicht würde ich hinter dem Haus Hilfe finden. Oder es wird eine Barriere mir im Weg sein, die ich nicht sehen kann. Kamerawechsel irritierten mich. Der Arm stammte von einer Marmorfigur.
Gott sei Dank nicht von einem Menschen. Oder einem Trüffelschwein. Eine Bank, wie ich sie mir im Alter vorstellen würde. Um auf ihr alt zu werden. Eine Vogeltränke. Nah dran. William Vesper, kein Datum auf dem Grab. Die Statue wurde kürzlich bewegt. Wahrscheinlich, um irgendwas darunter auszubuddeln. Der Eimer wurde schon lange nicht mehr benutzt. Ein Zeichen für außerirdisches Leben. Henry Vesper, ein Verwandter des Besitzers. Wie lange werde ich noch verwundet sein? Meine Health Bar sollte durch Deckung wieder steigen. Wie Norman. Dieser aus dem Nichts erscheinende Name war beunruhigend. Bin ich wie Norman? Der Eimer fiel mindestens ein Dutzend Meter in die Tiefe, ohne Hoffnung darauf, ihn zu bergen zu können. Das bereits für eine Vorahnung zu halten, ist vermutlich Aberglaube, aber ich fühle mich eindeutig unwohl. Ich konnte den Namen Vesper auf dem Briefkasten erkennen. Dieser Name, nein, seit der Aufregung schien meine Erinnerung wie ausgelöscht. Ich denke, das Haus wird das Ziel sein. Alles andere haben wir uns jetzt angeguckt. Ich hoffe, er humpelt nicht die ganze Zeit durchs Spiel. Naja, den Arm kennen wir. Da steht ein Weinglas. Guck mal, der Proof sieht den Alkohol sofort. Im Glas befand sich immer noch eine goldene Flüssigkeit. Das Glas war noch feucht und vom Stuhl aus hatte man den Garten im Blick. Jemand war erst vor kurzem dort gewesen. Wenn dieser jemand zurückkehren würde, wäre meine Wunde die einzige akzeptable Begründung für mich, dort einzubrechen. Der Besitzer war außer Haus. Der Schlüssel hätte also irgendwo in der Nähe sein können. No one around. I was all alone, with my pain growing and some nausea starting up. Don't stop. Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. The girl must have made it out alive. I had to make it out alive too. Niemand reagierte auf meine Rufe. Entweder versteckte sich jemand dort drin oder das Haus war leer. In beiden Fällen wäre es keine große Hilfe für mich gewesen. Ich brauchte einen Schlüssel. Ich konnte nicht sehen. Durch das Fenster sah man auf ein Grab. Alte und modrige Bretter, die von der Front des Hauses abgefallen waren. Brief von Martha Kenton an William Vesper. Unter normalen Umständen hätte ich niemals versucht, sie zu kontaktieren. Ich bin eine ehrliche Frau. Ich habe meinen Mann seit dem ersten Tag unserer Ehe unterstützt. Aus der
zwei wunderschöne Kinder hervorgegangen sind. Ich habe ihnen die beste Erziehung zukommen lassen, die ich nur konnte. Aber heute kann ich es mir nicht mehr leisten, sie ordentlich großzuziehen. Wir sind ruiniert. Der Arbeitgeber meines Mannes ist pleite. Er reist von Stadt zu Stadt auf der Suche nach Arbeit, während ich jeden Tag um Nahrung bettle. Mein 4 Jahre alter Sohn hat einen schlimmen Husten, der sich täglich verschlechtert, und ich sorge mich um sein Leben. Heute sehen wir schon Kinder auf den Straßen leben. Ist das noch Amerika? Daher bitte ich Sie, da Sie reich sind und um ein paar Dollar, wir könnten für Sie arbeiten. Wir leben in einer Hütte unter dem Werbeschild von Best Oil am Anfang des Slums, neben dem Graham-Schlachthof. Bitte melden Sie sich, Martha Kenton. Ich hoffe, der Schlüssel ist nicht irgendwo versteckt, wo ich hier nicht rankomme. Moment, da vorne hängt da noch irgendwas, oder? Zwecklos, die Lampe hatte schon bessere Tage gesehen. Gute Frage, wo würde ich einen Schlüssel verstecken? Irgendwo vorne. Ach, Moment, hinterm zu verkaufen Schild vielleicht. Nein. Ja, im Blumenbeet ist bestimmt so ein typisches Versteck für Schlüssel. Meine Güte, das Humpeln ist sehr ernüchternd. Jetzt muss ich nochmal die ganzen Gegenstände angucken. Ich konnte nicht anders. Ich musste an den abgebrochenen Arm der Statue denken. Jemand hat ihn offensichtlich erst vor kurzem fortgeschafft. Aber aus irgendeinem Grund hielt ich es für eine Art Schändung. Dann ist bestimmt der Schlüssel jetzt bei der Statue. Bei diesen alten Bauwerken gab es immer irgendwo einen Ersatzschlüssel. Eigenartig, aber der Tod hielt vermutlich Einbrecher ab. I had the feeling I was about to desecrate a sanctuary. To open the door to a world I didn't belong to. But whoever lived in there, they would understand. I needed help. Anyone would understand that. Dann schauen wir mal, was uns im Haus erwartet.
getting somewhere safe. That's all that mattered. As the doors opened, the mansion seemed to react to my presence. There was a smell, like a cornered animal. The smell of fear. And yet, I entered the place because I had no choice. I was praying to find a phone or some help. I didn't even bother wondering what happened to prayers when they reached the wrong door. Das war ein schnelles erstes Kapitel. Da ist schon mal ein Telefon. Hello. Hello. I need an ambulance. Can you hear me? I need help. No. This cold, the darkness around me. I was usually not afraid of the dark. But there, on that day, I remembered I had a matchbox somewhere in my jacket. The urge to light a match was growing with every new chill running down my spine. Eine Schachtel Streichhölzer. Ich konnte mit Eingabe B etwas Licht bekommen. Die Schaufel war voller frischer Erde. Es war nicht zu öffnen, es hat keinen Zweck. Ein Hut, ein Mann lebte dort. Anscheinend war jemand erst kürzlich im Garten fleißig gewesen. Der Schlamm war noch frisch. Wer auch immer hier lebte, hatte einen besonderen Geschmack, was Alkohol anbelangte. Gesperrt. Egal. Ich brauchte Hilfe und sie war da drin. Natürlich verschlossen. Of course. And no way to know what was waiting behind it. Enzyklopädien. Der Rücken war kaum lesbar. Wer war am Ende der Leitung? Ich konnte dieses Geräusch nicht vergessen. Sobald ich im Haus war, wollte ich mit dem Telefon Hilfe rufen, doch die Antwort war verzerrt und unverständlich. Wer war es? Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als die Eingangstür sich hinter mir von selbst wieder verschloss. Naja, scheiße. Die Frau mit dunklen Haaren dominierte den Raum. Wer war sie? Eine friedliche Landschaft, die Art von Ort, an dem ich liebend gern gewesen wäre. Wer auch immer das war, es klingelte im Moment nicht bei mir.
Der Sessel sah gemütlich aus. Ich konnte mich ausruhen und meinen Fortschritt speichern. Are you there? Ich kann mich leider nicht selbst schwarz-weiß machen. Ich weiß, ich wollte es vorhin machen. Leider ging es nicht. Ah, ich kann jetzt rennen mit X. Ankunft der Dunkelheit. Irgendwann hörten wir auf, mitzuzählen. Wir zählten nicht mehr mit, wie viele Unternehmen in den letzten 9 Jahren schließen mussten. Wie viele arbeitslose Familien auf der Straße landeten und gezwungen waren, in den Armenvierteln am Stadtrand zu leben. Wie viele waren ans Meer geworfen oder verbrannt wurden, weil niemand sie mehr kaufen konnte. Stattdessen zählten wir, wie viele unserer Geschäftspartner mit uns in den Abgrund stürzten. Der Börsenkrach begann vor 9 Jahren, am 29. Oktober 1929. Geboren aus dem kranken und spekulativen Bauch Amerikas, und er überzog die Welt mit Unwettern und Dunkelheit. Wir sind noch immer hier, aber wir haben den Glauben verloren. Wir hörten auch auf zu zählen, weil uns mittlerweile übel von den Zahlen wurde. Die Morgenröte schien damals weit entfernt, und heute meinen einige, sie könnten die Sonne aufgehen sehen. Sie scheinen zu vergessen, dass die Nacht und die Dunkelheit immer da sind, irgendwo versteckt. War hier vorne noch was? Help me. Who was it? Or what was it? In my world, women didn't glow like Scheiße. The moon. And they didn't walk through doors either. I had to be more badly wounded than I thought. Werde ich verrückt? Ich sah eine surreale Frau, die Türen durchquerte, wie eine Rauchwolke. Ihre außerweltliche Schönheit war außergewöhnlich. War das nur meine Einbildung? War sie das Mädchen auf der Straße? Das würde erklären, warum ich keine Leiche gefunden habe. Klar, in diesem Kleiderschrank war nichts Besonderes. Margrets Tagebuch, Auszug 12. William ist heute 7 geworden. Er ist bei Henry im Garten und spielt Fangen mit den Dienstboten. Sie sind verkleidet wie Weltraummonster. Spiele. Immer diese Spiele. Die Villa sieht aus wie ein Schlachtfeld, und von ihrem Geschrei habe ich Migräne bekommen. Ich habe mich ins Büro zurückgezogen, ich kann nicht einmal beten. Henrys Fantasien halten William von seinem wahren Schicksal ab. Ich muss ihn zu mir zurückholen, denn nur so kann ich einen Mann aus ihm machen. Nur so kann ich ihm das Vermächtnis der Ventnor Crosses nahebringen und ihm den Weg zeigen. Henry ist ein Träumer, ohne jegliche Ambitionen. Von ihm kann er nichts lernen. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. So ein Unsinn. Frauen sollten an der Front sein. Hierher hat uns das Gegenteil gebracht. Ich mache mir keinerlei Illusionen. Ich weiß, wie wenig Macht die Welt in die Hände der Frauen legt. Aber William ist jung. Er ist die Zukunft, ich werde durch ihn handeln. Möge die Nacht endlich über diesem Haus einbrechen, möge William aufhören, hinter Irrlichtern herzujagen und den Platz finden, der ihm zusteht in dieser Welt. Ein Junge in religiösem Gewand, ein Haus voller alter Tradition. Als die Frau mit der Kirchenkerze sah, fragte ich mich, wo Gott war. Eine Kiste voll mit alten wissenschaftlichen Büchern. Das
Kruzifix wirkte nicht sonderlich tröstlich. Vielleicht sollst du den Kleiderschrank mal aufmachen, mein Freund. Die kleine Statue einer Mondgöttin, die im Salon stand, hat eine tröstende Wirkung. Margrets Tagebuch, Auszug 11. Das Haus erstickte förmlich an nutzlosen Beleuchtungen und Verzierungen, wie unangemessen für die Größe eines Vermögens wie dem der Vespers. Es war das Werk eines degenerierten Romantikers, ein Schandfleck in diesem Jahrhundert. Zuerst ließ ich die Blumenbeete an der Ostseite des Gartens entfernen. Sie versperrten nur den Weg und verbreiteten im Sommer einen schier unerträglichen Gestank. Ich hatte es Henry gegenüber nicht erwähnt und er war sehr ungehalten. Zum ersten Mal glaubte ich, etwas wie Wut in seinen Augen zu sehen. Wenige Sekunden lang sah er aus wie ein Mann. Dann versenkte er sich wieder in seine Melancholie und spielte den ganzen Nachmittag lang Klavier. Weder dieser Jazz, diese einfältige Musik, die nach Ausschweifung und Elend klingt. Tja, wo finde ich den Schlüssel für die Bücherei? Die wissenschaftlichen Bücher werden mir da nicht viel helfen, ne? Wäre ich eigentlich gefressen, wenn ich im Dunkeln bleibe? Die Schuhe standen vorhin hier noch nicht. Warum ist plötzlich das Licht hier angegangen? Da ist der Lichtschalter, ne? Und die Tür ist da offen. Durch welche Tür gehe ich denn jetzt? Nicht vergessen, Mutters Schatten. Mutters Schatten werden niemals verschwinden, das verstehe ich jetzt. Sie Geister zu nennen, wäre jedoch zu ehrenhaft. Sie sind Abschaum, die an der Dunkelheit kleben, wie Fliegen am Mist. Solange ich lebe, werden sie niemals verschwinden.
Für zu viele von uns war die politische Gleichheit, die wir einst errungen hatten, bedeutungslos angesichts der wirtschaftlichen Ungleichheit. Ein kleiner Kreis hatte in seinen Händen die Kontrolle über nahezu alles konzentriert, den Besitz, das Geld, die Arbeitskraft, ja das Leben anderer. Für zu viele von uns war das Leben nicht mehr frei. Freiheit nicht mehr real und die Menschen konnten nicht länger das tun, was sie glücklich machte. Um gegen eine derartige Tyrannei der Wirtschaft anzugehen, konnte der amerikanische Bürger sich nur an die organisierte Macht der Regierung wenden. Die Wirtschaftskrise von 1929 entblößte den Despotismus als das, was er war. Die Wahlen von 1932 waren das Mandat der Bürger, dem ein Ende zu setzen. Und unter diesem Mandat soll es auch beendet werden. Ich hasse Uhren. Nicht vergessen Sessel, ich bin so müde. Vater hat bei Quincy mehrere Ledersessel bestellt. Sie sind perfekt. Sie gehören zu den wenigen Plätzen, an denen ich ruhen und denken kann. Margaret kommt Ihnen vielleicht zu nahe. Ihnen nicht zu nahe. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil Sie das Zeichen der Sonne tragen, die Sie blind gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur froh, dass Sie hier sind. Ich danke dir, Vater. Eine kleine Spieluhr mit einem Geheimnis im Inneren. Ich spürte ein Zittern mit meinen Fingern. Auf dem Deckel war ein Symbol der Venus eingraviert. Die Kiste war verschlossen. Es gab eine kleine Öffnung für einen Schlüssel. Der Globus war vollgekritzelt. Decided to accept her presence. After all, from all those weird things I had seen that night, she was the only one who hadn't tried to kill me. Celine und William, Auszug 1. Liebster William, du wolltest mehr über mich erfahren, aber ich habe dir beim letzten Mal nicht alles gesagt. Dieser Brief wird das nachholen. Als ich 1930 in Kalifornien eintreffe, bin ich erst 18 Jahre alt. Das ist ein wunderbarer Ort und das Wetter ist so schön. Ich bin stundenlang am Strand und staune darüber, wie braun meine norwegische Haut werden kann. Die Abende verbringe ich in der Nähe der Jazzclubs. Nachmittags sehe ich Menschen beim Spielen am Strand zu und summe die Melodie, die ich am Abend zuvor gehört habe. Manchmal versuche ich, die Wellen zu übertönen. Das ist eine gute Übung. Mein Englisch wird immer besser durch die amerikanischen Lieder, die ich schon in Oslo kannte. Zu diesem Zeitpunkt ist mir das soziale Elend kaum bewusst, das dein Land auffrisst. Ich bin jung, ich will schön sein, Menschen in meinem Alter kennenlernen und singen. Im Spice Club in Los Angeles lerne ich die Mitglieder einer Jazzband kennen. Sie sind talentiert und lustig. Wir spielen die ganze Nacht, ich vergesse die Uhrzeit und meine Eltern. Die rufen sogar die Polizei. Als die Nacht vorbei ist, sagen mir die Musiker, dass sie eine Sängerin suchen und mich in ihrer Band wollen. Ich kann es kaum glauben. Hast du schon mal das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Es fühlte sich fantastisch an. This thing looked like it was reaching out from some fairy tale. The kind of stories in which kids get devoured by some witch in a dark forest. Was it real? Delusion or not, I tried not to think about it. Only a madman can think mad things. Ich habe schon viele Bars besucht, doch das Smoke and Mirrors ist wie auf mich zugeschnitten. Die Leute dort sind still.
Beinahe melancholisch. Sie halten inne im Strudel ihrer Zigarettenrauchs, wie verurteilte, verzweifelte Opfer, die von der Krise in die Dunkelheit getrieben wurden. Obschon die Bar ein eleganter Ort ist, schreckt sie das nicht ab. Sie respektieren ihr Recht auf Vergessenheit. An diesem Ort können sie verschwinden. Ich suchte mir eine Ecke, aus der ich das Kommen und Gehen beobachten konnte, bis ich den Abgrund meines Whiskys fiel. Die Band nimmt mich jedes Mal wieder gefangen. Erstklassige Musiker. Ihre Musik ist wie eine von der Zeit gedehnte Träne. Langsamer Jazz, ruhig und reserviert. Die Musik ihrer Zeit, die Musik all jener, die am Wegrand liegen. Jemand hat von einer neuen Sängerin erzählt, die unter Vertrag genommen wurde. Ich denke nicht, dass die Band das nötig hat, aber wir werden sehen. Ein Stück Holz. Ein guter Anfang, wenn ich Feuer machen will. Nicht vergessen, Küchenschlüssel. Mein lieber Freund, da der Mangel an Schlaf deinen Verstand ebenso zersetzt wie deine Erinnerung, habe ich mich entschlossen, den Küchenschlüssel in das Buch mit Vaters Lieblingsrezepten zu legen. Es ist in der Bibliothek und wird auch dort bleiben. Du musst also keine zusätzlichen Schlüssel mehr anfertigen lassen. Bitte starte deine Bemühungen, indem du diese Notiz nicht verlierst. Dein ergebener Diener du selbst, William. Scheint gut 20 Jahre alt zu sein. Ich hatte auch schon Holz. Ein echtes Mikrofon, aber das Mädchen, war sie nur ein Traum? Noch mehr lesen. Auszug 9. Es ist schon ein Jahr her, dass Sarah in einer Lungenentzündung starb. Ein paar Monate nachdem Winterstone nach seinem Herzinfarkt invalide wurde. Sie waren meine einzigen Freunde. Heute ist das Haus leer, wie jeden Tag, und man hört nur mein Echo und die Dinge, die ich nicht mehr hören möchte. Ich vermisse Vater so sehr. Ich sehe ihn noch immer, wie er neben mir spielt. Ich sehe, wie er seine Hände auf das Klavier legt und summt, als wenn er Musik spielt. Manchmal will ich gehen, aber dann frage ich mich wieder, was würde das ändern? Die Nacht ist überall. Sie würde mich finden. Zunächst muss ich meinen großen Plan in die Tat umsetzen und dann wieder das Leben lernen. Ich höre Jack Hiltons Wonderful You und erkenne, dass es nie jemanden gab, mit dem ich spielen konnte. Genau das brauchte ich. Etwas Gesellschaft, einen Partner. Die Stadt ist so nah, ich glaube, ich sollte gehen. Dort gibt es Elektrizität und Licht. Ich habe eine Truhe gefunden, die nützlich sein könnte, doch der Hölzer in der Decke war sehr schwer. Ich brauchte eine weitere Lichtquelle, damit ich beide Hände benutzen kann. Thank you.
Was ist drin? Okay. Selena an William. Im September 1934 treffen wir uns beim Konzern im Red Bait auf Jim Erzenger, einem Produzenten, dessen Label Two Roads immer bekannter wird. Nach dem Auftritt sagt er mir, dass ich eine großartige Stimme habe und dass mein norwegischer Akzent unserer afroamerikanischen Jazzmusik eine besondere Note verleiht. Das weckt die Aufmerksamkeit von Amateuren und aufmerksamen Zuhörern. Ich muss zugeben, dass es nicht viele norwegische Jazzsänger gibt, aber ich kann nicht glauben, dass er uns engagieren will. Aber genau das will er. Er schlägt uns den Bandnamen Selena and the Frozen Suns vor. Ich soll fürs Singen bezahlt werden. Es sieht da alles so einfach aus. Papa hat immer gesagt, dass in Kalifornien alles wachsen kann. Ich komme mir vor wie eine Blume, die sich durch den Schnee nach oben kämpft. Aber meine Eltern freuen sich nicht mit mir. Ich glaube, sie haben Heimweh. Aber ich bin 22. Das Leben ist ein Abenteuer. Und ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne zum Beispiel keinen Schmerz. Alles ändert sich. Hier war auch irgendwo ein Abspielgerät, oder? It was her, that girl from the jazz record, Selena Sandvik. The key she left me was an invitation. Was she trying to help me? Or was I heading towards even more troubles? I had to focus. Surviving is a full-time job. Not the kind of job you can afford to lose. So, das ist nicht der richtige Schlüssel, okay. Das kennen wir schon. Hierfür vielleicht.
Mal eben kurz den Fortschritt speichern. Ja, jetzt geht's wohl in den Raum mal. Achso, das hatten wir ja schon gesehen. Dann sind wir genau durch den ja irgendwie rübergekommen. Margits Tagebuch. Und das ist das gute alte Boston, Heimat von Bohnen und Kabeljau, wo die Lovells nur mit den Cabots reden und die Cabots nur noch mit Gott. Ein Toast auf Boston. Von John Collins Bussy, die Hymne der Bostoner Brahmas. Entschuldigung. Noch eine Erscheinung, aber diese roch nach Tod. Ich konnte mich ihr nicht ehren. Es war eine alte Frau, die verdorbene Seele, der Tod persönlich. Ich musste mich von ihr fernhalten. In diesen turbulenten Zeiten träumt man von der ruhmreichen Vergangenheit unserer Stadt, von ihren Gründervätern und ihre Mauern errichtet und gefestigt haben. Das sind die Bray Manon von Boston. Hohe Tiere, Geschäftsleute, Anwälte und Soldaten, deren Moralitätsgeständnisse die Grenzen der Stadt gezogen hat und ihr eine Seele gab. Und was für eine Seele. Ohne sie wäre Boston auch nur eine von vielen kleinen Städten an der Ostküste. Dank ihnen wurde es in weniger als einem Jahrhundert zu dem großen ökonomischen, finanziellen und kulturellen Zentrum, das wir alle kennen. Und während wir die schon sehen, die das kommende Jahrhundert gestalten werden, die frischen Absolventen von Harvard, dem Symbol der Stadt für das Streben nach Qualität, wollen wir auch den Geist der Pioniere nicht vergessen, die aus Neuengland kamen und der noch in den Gedichten von T.S. Eliot und der Stimme von Katharine Hepburn zu finden ist. Vor 8 Jahren hat sich Malcolm Nichols von seinem Posten zurückgezogen. Er war der Letzte, der Brahman, der letzte Republikaner, der das Bürgermeisteramt innehatte. Doch es ist noch hier, das edle Blut, das Straßen, Schulen, Kirchen, Gerichtssäle und Krankenhäuser errichtet. Keine Wirtschaftskrise, egal wie schlimm sie auch ist, wird jemals ihre Würde wegspülen. Der Schuh einer Frau lag auf dem Boden im Korridor. Ich wollte ihn lieber nicht berühren. Ich spürte eine Art Höllenqual. Eines der Gemälde trug den Namen Marguerite Venter, genau wie das Grab draußen. Der Blick dieser Frau war so erhaben wie ein gefrorener See und ebenso kalt. Auf der Platte stand, dass das Mädchen Selena Sandwich hieß. Eine Jazzsängerin aus Norwegen. Sie hatte 2 Geschenke für mich. Ihre Stimme, die selbst die Dunkelheit verführen konnte, und einen Schlüssel. Auch wenn ich nicht wusste, welche Tür es eröffnen könnte. Wer will sich das Bild einer kopflosen Frau an die Wand hängen? Margaret und Henry Vesper, 2 Fremde, die so taten. Ich bin weg! Verfolgt ihr mich ins Licht? Nein! Ich muss irgendwo anders hin.
In die Küche konnte ich nicht. Muss ich mal dem Chat eben sagen. Hier passt der Schlüssel. Wir können in die Bücherei und da können wir den Schlüssel aus dem Buch holen, bestimmt. Nicht vergessen, die Schatten heilen sich den elektrischen Lichtfern. Heute Nacht hat einer von Mutters Schatten mich in der Bibliothek erwischt. Noch am Tag hatte ich einige elektrische Leitungen repariert, die seit Jahren nicht funktioniert hatten. Panisch schalte ich das Licht an und der Schatten verschwand mit einem Schrei. Elektrisches Licht tötet sie. Der Mond, ich hätte sein Licht hier gebraucht. Die Leiche eines ca. 40 Jahre alten Mannes wurde gestern Morgen in Burns Industry Gebiet gefunden. Laut der Polizei starb er an extremer Unterernährung, kombiniert mit exzessiven Alkoholkonsum. Er ist bereits der vierte Verhungerte dieser Woche in der Gegend, in der viele Fabriken schließen mussten. Und wo die Arbeitslosenquote 60% erreicht hat. Die Behörden scheinen machtlos gegen die Unterernährung und die Alkoholprobleme. Und auch die Gemeinde ist nicht in der Lage, sich der Sache anzunehmen und die Krise abzuwenden. Die Regierung scheint nicht die Mittel zu haben, die eigenen Bürger zu schützen. Oder vielleicht will sie es auch gar nicht. Gründe für die Krise. Die momentane Krise ist eine Krankheit des Kapitalismus. Durch Spekulation wie eine blinde Idiotie aus drei Sünden. Gier, der Wohlstand des Ersten Weltkriegs, wurde seit 1918 eifersüchtig in den Tresoren deren verwahrt, die auch vorher schon wohlhabend waren. Und er brachte weder der Wirtschaft noch den Normalbürgern etwas. Fehlende Erfahrung. Eine schwache Wirtschaftsbilanz wurde zertrümmert durch die restriktive Politiken der Bundesbank, die noch zu jung und widerwillig war, mutige Schritte einzuleiten. Angst. Da sie den Banken kein Geld mehr zur Verfügung stellte, um die Ausgaben anzukurbeln, stand die Bundesbank am Anfang der Finanzkrise, die die Leute dazu veranlasste, ihr Geld von den Banken abzuheben. Was schließlich das gesamte System in die Knie zwang. Durch diese Wunden sollte das System scheitern. Der Zusammenbruch stand bevor. Er sollte nicht dazu kommen, man hätte ihn vermeiden können. Falls jemand den Mut gehabt hätte, sich den Männern zu stellen, die ganz Amerika ausnahmen. Die Leute sollten Mr. Hoover fragen, wo er war, als der Kahn langsam aber sicher sank. Mr. Hoover, Entschuldigung. Ich brauche etwas Scharfes. Ich bin doch scharf. In der Alchemie heißt die zweite von vier Phasen, die zur Inkarnation des Geistes im großen Werk, dem Stein der Weisen, führt. Weisung, Albendo, Leukosis. Während dieser Phase reinigt der Alchemist die Materie, die er jahrelang aufgelöst und verkohlt hat, in einem neuen Zyklus mit Wasser, das er dreimal destilliert hat. Dies ist die Zeit des Mondes und die Reinigung der Materie durch die Weiblichkeit. Das Wasser der Alchemisten heißt Alkahest, das Universallösungsmittel, das Elixier der Langlebigkeit, die das kleine Werk abschließt. Trotz meiner Forschung war ich nicht in der Lage, reines Alkahest zu bekommen. Es könnte das ultimative Heilmittel sein, das Elixier, das mein Leben rettet.
Die Ewigkeit ist mir vollkommen egal, ich will nur meinen Frieden. Ich habe Materialien mitgebracht. Heute Nacht beginne ich meinen Weg zum großen Werk. Ich hoffe, die Albedo zu erreichen, aber dieser Pfad ist sehr lang und sehr dunkel. Geometrische Symbole. Irena Virginia. Ihre Stimme belästigt mich, beschuldigt und beleidigt mich, da ich nicht der Nachkomme war, den sie unbedingt wollte. Die verstorbene Margarete. Margarete ist noch verletzender. Und da ich ihr Sohn bin, hatte sie immer die Schlüssel zu meinem Verstand. Ich bin verzweifelt. Wie soll ich nur eine Verstorbene kontrollieren? Da ist das Messer, was ich brauche. Kann ich das nicht mitnehmen? So, das können wir anmachen, wahrscheinlich das Licht irgendwie. Das Kabel wird irgendwo hinführen. Boah, ich habe immer den Schiss, dass wenn ich das nächste Streichholz anmache, von irgendwo ein Geist kommt und mich ficken will. Da darf ich nicht rangehen. Steck den an. Zurück, zurück, zurück. Ob ich die da reinlocken kann? Ich bin männlich.
Was? Nee, das würde bedeuten, ich muss wirklich das ganze Ding da querbeet. Durch alles durchjagen. Ich hab Eier. Irgendwo. Okay. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die mein Leben retten könnte. Elektrisches Licht tötet die Geister. Konnte der Tod selbst sterben? Tantianischer roher Fisch. Zutaten für 6 Personen. 1 Pfund roher Fisch. Mit Sushi-Qualität. 1,5 Pfund roher Garnelen. 2 grüne Limetten, 6 gelbe Limetten. 2 Schalotten. 1 Glas Kokosmilch. 2 Karotten, 1 Tomate, Salz, Pfeffer. Aber das... Ach so, da ist sein Lieblingsrezept und da ist der Schlüssel. Ich hatte endlich den Küchenschlüssel gefunden. Dieses kleine Stück Metall war entscheidend für mein Überleben. Ghostbusters! Für Vorsicht, was geht ab hier? Mickey und Goofy, alle sind bei dir. Ah, jetzt weiß ich auch. Ich brauche noch ein weiteres Messer. Da waren noch Streichhölzer. Hä? Da, nimm die doch. Proof, deine Streichhölzer. Ja, ich krieg's mit, dass ich keine Streichhölzer mehr hab. Sieht denn hier schon wieder alles anders aus?
Boah, 40 Streichhölzer. Nicht vergessen, Streichhölzer. Ich habe überall im Haus Streichhölzer platziert, wenn mal die Stromversorgung ausfällt. Das wäre wirklich das Letzte, was ich mir wünschen würde. Und in der Küche gibt's die meisten. Das ist das letzte Messer. Selena geschnitzt worden. Bevor es mit Gewalt reingerammt wurde. Oh, ich muss das Licht ausmachen, um das Messer zu nehmen. Okay, der Kühlschrank funktionierte noch. Wir sind gerettet. Jetzt war das Geschirr in der Spüle. Feuer. Voller Leben. Sehr schön. Ich würde mal sagen, in der Küche brauche ich jetzt erstmal wieder kein Licht. Füllen wir erstmal unsere Streichhölzer auf. Muss in die andere Seite gehen. Habt ihr gesehen, da war noch mal einer. Geh weg. Ich bin immer noch hier drin. Ich bin eingesperrt. Scheiße. Meine Nachbarn kommen gleich schon drüber.
Erstmal speichern. Wir müssen auf jeden Fall in die Bibliothek zurück. Das letzte Messer anbringen. Geheimtür. Da war wieder einer. The press clippings were all referring to the Black Lake Wolf, some serial killer going after women in the area. Schnell, schnell, schnell. Weg, weg, weg. Ich habe noch nie gesagt, wie sehr ich dich liebe. Habt ihr das gesehen? Da sind zwei Stück in der Richtung. Scheiße, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo ist das verfickte Kabel? Das geht doch darüber. Verficktes Kabel, wo bist du? Wo gehst du hin? Ich möchte doch nur Strom. Oh, sehr schön. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Flur zum Korridor nach vorne.
Da ist der Schuh, ja. Ein Mann oder ein Gott? Ach, scheiße, wollte ich gar nicht. Da liegt ein Blatt. Liebe Irina, wir haben uns entschieden, Ihr Angebot anzunehmen, ein Bild unserer Familie zu erstellen. Wir wissen nichts über Kunst, aber ich glaube, es ist richtig, das zu zeigen. Was im Herz Amerikas heute passiert, Sie werden feststellen, wie klein und dunkel unsere Wohnung ist. Wir vermissen unser Haus und die Kinder fragen oft, wann wir wieder nach Hause gehen. Sie können einfach nicht glauben, dass eine Bank Ihr Haus stehlen kann. Gestern erzählten Sie mir, was wollen Sie denn damit? Die haben doch schon ein eigenes Haus. Wenn man dann keine Antwort mehr auf die Logik seines Kindes hat, ist es wirklich weit gekommen. Wie dem auch sei, Sie wissen jetzt, dass Sie vorbeischauen und Sie sind sehr aufgeregt. Wir warten auf Sie. Sie kennen ja unsere Adresse in Black Lake. Bis bald. Toll, ein Streichholz verschwendet. Eine Glühbirne. Das ist der zweite Schuh. Ja, es ist doch weit weg, europäische Berge. In dieser turbulenten Zeiten träumt man von der ruhmreichen Vergangenheit unserer Stadt, von ihren Gründervätern, die ihre Mauern errichtet und gefestigt haben. Achso, das kennen wir schon, oder? Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Einen Stecker haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Moment, hier sind wir wieder. Aber ich möchte ja den Stecker irgendwo finden. Da ist er. Lustiger Typ. Kein Licht, keine Chance. Ich will aber hier rein. Uah, auch wieder kein Licht. Da vorne ist ein Geist. Ach so, hier sind wir.
Ich weiß, hier vorne waren wir auch schon. Na toll, von jetzt auf gleich ganz abgeschlossen, oder was? So, machen wir hier den Break. Genug angespielt für heute. Ich möchte jetzt auch was Entspanntes spielen. Aber man muss sagen, sehr, sehr cool. Für ein reines Schwarz-Weiß-Spiel. Wer da ein Interesse hat, kann sich ja das Spiel kaufen. Ist, glaube ich, im Moment relativ, also 14,95 bei Steam. Puh. Warum das Spiel startet sich automatisch neu. Das kann nur der Geist sein. So.